Deutsche Leiterplatten, made in Saigon. Für das Elektronikunternehmen Pepperl und Fuchs ist das seit Jahren Alltag. So wie der Mittelständler haben es bereits Dutzende deutsche Unternehmen gemacht. Sie haben Produktionsstätten in Vietnam aufgebaut. Denn die Lohnkosten sind niedrig. Außerdem ist ein großer Teil der Bevölkerung jung und auf der Suche nach Arbeit. Mitte der 90er Jahre hat Vietnam seine Wirtschaft geöffnet. Seither lagen die Wachstumsraten regelmäßig bei rund 7%. Allerdings, der Schwung schwächt sich ab. Wirtschaftsexperten rechnen mit Raten um 5% in den kommenden Jahren. Auch weil das Land strukturelle Probleme nicht in den Griff bekommt. Etwa Vetternwirtschaft und Korruption. Beim internationalen Korruptionsranking liegt Vietnam zusammen mit Sierra Leone auf Rang 123, mehr als 40 Plätze hinter China zum Beispiel.